Hallo, wir machen heute schnelle Käsespätzle, für jeden auch schnell nachzumachen. Dafür brauchen wir Butter, Salz, Pfeffer, geriebenen Käse, eine Zwiebel, Schlagsahne und natürlich Spätzle. Dafür schneiden wir die Zwiebel in kleine Würfel. Kann natürlich auch in Scheiben, jeder so wie er es mag. Dann nehmen wir ca. 50 Gramm Butter und schmelzen diese in der Pfanne. Der Bräunungsgrad der Zwiebel ist individuell. Achtet bitte darauf, dass die Butter nicht anbrennt. Dann löschen wir mit Sahne ab und nochmal aufkochen lassen. Dann könnt ihr den Käse dazugeben und alles miteinander mischen. Zwiebeln, Käse und Sahne ein bisschen reduzieren lassen und mit Salz und Pfeffer nach Belieben würzen. Aber ihr müsst aufpassen beim Salz, da der Käse schon eine eigene Würzung hat. Danach könnt ihr die Spätzle dazugeben, alles verrühren und einfach ein bisschen reduzieren lassen und immer wieder mal durchrühren. Soweit, so gut. Wir sind fast fertig und können es gleich präsentieren. Als Garnitur können wir noch kleine Tomaten nehmen und et voilà, das Essen ist fertig. Und ich bin mir sicher, dass es wirklich jeder nachkochen kann.